Hey Lieben, ich bin Sophia und ich habe heute wieder ein neues Video für euch. Und zwar ein neues Video meiner Easy-Diät-Reihe. Habe ich ein bisschen mein Essen mitgefilmt. Das ist von meiner ersten Diätwoche. Es ist also schon 2 Wochen her, aber ich wollte es euch trotzdem noch zeigen. Mir ist gerade beim Bearbeiten aufgefallen, dass ich etwas einseitig gegessen habe die Woche. Also ich habe euch fast eine ganze Woche aufgenommen von Sonntag bis Freitag. Also ihr seht wirklich viele verschiedene Tage, verschiedene Mahlzeiten und kriegt auf jeden Fall Inspiration. Besonders wenn es um Reiswaffeln und Gemüsepfannen geht. Weil ja, wie gesagt, da habe ich echt viel davon gegessen. Aber ich dachte mir, dass ich es euch trotzdem zeigen möchte, weil es natürlich dazu gehört. Ich möchte euch ja zeigen, was ich esse, dass es vielleicht auch mal ein bisschen einseitig ist, aber das muss es nicht sein. Also denkt jetzt bitte wirklich nicht, man muss in der Diät jeden Tag das gleiche essen. Das habt ihr auch schon an meinem letzten Food Haul gesehen, dass man da wirklich Variationen reinbringen kann. Man kann super viele verschiedene Gemüsesorten benutzen oder auch verschiedene Kuchen backen oder auch zum Frühstück mal Porridge essen. Das habe ich zum Beispiel jetzt irgendwie nicht so gemacht. Aber ich werde noch ein anderes Food Diary drehen und dann werde ich auch darauf achten, dass ich mal ein bisschen verschiedenere Sachen esse. Das war einfach so, weil ich in der Woche meine Prüfung hatte, meine Abschlussprüfung, und da war das eben ein bisschen stressiger mit dem Kochen und dann habe ich eher vorgekocht für die ganze Woche sozusagen und dann gab es die ähnlichen Sachen. Ja, aber ich hoffe, dass ihr euch trotzdem auf das Video freut. Ich habe euch überall dazu geschrieben, was das ist. Ich habe auch öfters mal gesnackt. Mal habe ich auch nur 3 Mahlzeiten gegessen an einem Tag und dann wirklich so große Mahlzeiten. Das meinte ich ja auch schon in meinem letzten Ernährungsvideo, dass ich da ziemlich flexibel bin und mal 3 Mahlzeiten esse, mal viel snacke. Ich glaube, an den einen Tag habe ich sogar 3 Proteinriegel gegessen. Also nehmt mein Essen jetzt nicht als Maß aller Dinge, sondern seht das wirklich nur als Inspiration. Ich liebe ja Proteinriegel und ich liebe auch Reiswaffeln und ich liebe ja auch diese ganzen Gemüsesachen und volumenreiches Essen. Das werdet ihr auch sehen. Und ich würde sagen, ich wünsche euch jetzt einfach ganz viel Spaß mit dem Video. So, am Sonntag fängt das Ganze an und zwar frühstücke ich da direkt Reiswaffeln und zwar mit Noah. Das ist ein veganer Brotaufstrich. Ich habe jetzt weiße Bohnen, Tomate genommen und der ist mega lecker. Dann noch Exquiser Fitline, Hähnchenaufschnitt, Tomaten und Gurke. Als Snack gab es dann den High Fiber Bar von Iron Max. Das ist ein Proteinriegel und den esse ich mega gerne. Da bekommt ihr übrigens 10% Rabatt mit meinem Rabattcode SOPHIA10. Und abends gab es dann meinen Protein-Bohnenkuchen und ich liebe den einfach. Ich könnte den jeden Abend essen und habe ich auch jetzt schon öfter gemacht. Der ist echt lecker und ich verlinke euch das Rezept. Dann gab es wieder einen Proteinriegel, aber diesmal den Imperius. Mein Montag hat dann erstmal mit Kaffee gestartet und danach gab es wieder Reiswaffeln. Übrigens esse ich nicht nur die eine Reiswaffel, sondern esse dann ein paar mehr. Hier seht ihr ja die ganze Packung. Ja, das sind dann zwischen 5 und 7, 8 Stück. Und da habe ich den mit Lachsschinken gegessen, mit Noah und Exquiser. So ihr Lieben, das hier ist sozusagen mein Post-Workout-Meal. Ich war gerade im Fitness und habe Beine trainiert. Und zwar ist es jetzt fast 15 Uhr und ich hatte nur Frühstück bisher. Das sind so circa 350 Gramm Kartoffeln, Rohgewicht, dann circa 120 Gramm Hähnchen und ganz viel Kohl. Also das ist Wirsingkohl und dann noch ein paar Paprika-Pilze dazwischen drin. Ich hatte mir nämlich gestern Wirsingkohl vorgekocht, getrennt. Dann habe ich mir so eine Paprika-Pilzpfanne gemacht und dann Kartoffeln 1 Kilo und Hähnchen 800 Gramm habe ich, glaube ich, gebraten als Meal Prep. Und dann habe ich den Wirsingkohl halt getrennt gehabt und hier war die Box zu klein, deswegen war da erst nur Hähnchen und Kartoffeln drin und nur ein ganz bisschen von diesem Paprika-Gemüse. Und deswegen ist da so viel Wirsingkohl drauf und der Teller ist echt riesig, wie ihr seht. Ich blende euch hier jetzt auch nochmal die Makros ein und das werde ich jetzt essen. Und ihr seht auch, also für die Menge an Kartoffeln, das sind ja echt viele, habt ihr echt wenig Kalorien und genau das meinte ich halt mit der Kaloriendichte. Wenn ihr jetzt
Nudeln hättet, dann hättet ihr wahrscheinlich nur einen kleinen Teller Nudeln und die gleiche Kalorienanzahl wie hier. Also ihr könnt viel mehr Kartoffeln essen als Nudeln vom Volumen her. Und das ist das, was mir daran immer so gefällt. Ja, ich sehe auch ein bisschen fertig aus, wie ihr seht, wegen Fitness. Aber ich weiß, dass nicht alle Kohl-Fans sind. Also egal, ob Wirsingkohl, Rosenkohl, Grünkohl, was es nicht alles gibt, aber das ist nun mal ein super Gemüse, was sehr kalorienarm ist und trotzdem viel Volumen hat. Ich mag es gerne, das ist jetzt mein Vorteil und ja, ich würde sagen, ich esse das erstmal und dann sehen wir uns beim nächsten Essen wieder. So Leute, das hier ist jetzt mein Abendbrot. Es ist jetzt 18.06 Uhr, irgendwie hatte ich heute früher Hunger und ich bin gerade am Lernen und da habe ich eh schneller Hunger als sonst und jetzt habe ich mir das hier gemacht. Und das hier ist eigentlich der Teig von meinem Protein-Bohnenkuchen-Rezept, was ich euch gezeigt habe in dem Video. Das verlinke ich euch natürlich. Ich könnte ihn jetzt backen, aber ich habe heute mal Bock, das so zu essen. In dem Video habe ich ja auch schon gesagt, dass der Teig auch mega lecker schmeckt. Und deswegen habe ich mir den mal so gemacht. Ich habe einfach das Backpulver weggelassen. Und ja, schmeckt wirklich mega gut. Schmeckt nicht nach Bohne, weil es ja aus Bohnen sozusagen ist. Aus Bohnen, Magerquark, Proteinpulver, Süßstoff und Zimt. Und das Ganze schmeckt einfach mega lecker und so wie Cookie Dough oder so. Das werde ich jetzt essen. So ihr Lieben, das ist jetzt mein Frühstück und zwar habe ich hier ja ein paar Reiswaffeln, das werden gleich bestimmt noch mehr. Hier ist Exquisa drunter in Kräuter, also der Exquisa Fitline 0,2% Fett und hier ist Exquisa Paprika Chili drunter. Manchmal mache ich da ja auch Avocado drunter, aber da habe ich momentan einfach nichts. Und dann habe ich mir noch zwei Tomaten aufgeschnitten, zwei große. Hier ist noch Kaffee mit ein ganz bisschen Milch drinne und dann habe ich hier noch Tee. Und zwar ist das von Rewe, der türkische Apfeltee. Der ist günstiger und der schmeckt fast so wie der von Teekanne. Ja, sieht ziemlich unspektakulär aus, aber erfüllt seinen Zweck als Frühstück. Und jetzt nehme ich auch noch so ein Immofuel. Das ist ja ein Vitaminpräparat von Iron Max, da sind sehr, sehr viele Vitamine drin. Ich zeige euch mal eben alle. Also das ist alles da drin und das finde ich halt ganz gut, dass man da schon mal abgedeckt ist mit dieser kleinen Ampulle. Und ja, ich würde sagen, dann lasse ich mir das erstmal schmecken. So, es ist jetzt 11.40 Uhr und ich bin die ganze Zeit am Lernen. Deswegen gibt es jetzt einen kleinen Snack. Ich muss nachher noch zur Uni und zwar genau in der Mittagszeit. Und deswegen werde ich wahrscheinlich später Mittag essen und ja. Also noch ein Imperius, ihr kennt ihn schon. Ich esse übrigens eigentlich nicht nur diese Sorte, sondern auch super gerne Dark Chocolate Crisp. Das hier ist die Sorte Mandel, die mag ich auch mega gerne. Die Nährwerte kennt ihr schon, ich lerne jetzt weiter. So Leute, das ist jetzt mein Mittagessen und schaut mal, wie riesig das einfach ist. Also hier ist so ein normaler Löffel im Vergleich und das ist der Teller. Ich meine, ich habe das alles platt gedrückt, damit das besser drauf passt. Das ist einmal eine Reispfanne mit Hähnchen und Gemüse. Da war aber nur ganz wenig Hähnchen drin. Die hatte ich eingefroren und habe die dann aufgetaut, weil kein Platz mehr im Kühlfach für was anderes war. Und dann habe ich die halt verarbeitet heute, weil die jetzt aufgetaut war. Habe dann noch Wirsingkohl dazu gemacht, den hatte ich ja vorgekocht. Und dann habe ich noch Hähnchen drin, was ich auch vorgekocht hatte. Da noch mit zugemischt, aber ja, das ist nicht alles. Hier ist nämlich auch noch der Rest drin. Also das werde ich vielleicht gleich essen, vielleicht auch im Laufe des Tages mal schauen. Aber nur, dass ihr seht, das ist halt eine super riesige Portion und trotzdem ist das Diät geeignet. Ich meine, sieht jetzt nicht so lecker aus, aber ich liebe einfach solche Gemüse-Reispfannen. Da ist auch noch ein bisschen Curry drin, ein paar Kräuter, Salz, Pfeffer, Paprika-Gewürz, ein bisschen Chili-Gewürz. Also da kann man sich echt schon was Leckeres zusammenmischen. Und hat dann auch ganz viel, was man essen kann, aber trotzdem relativ wenig Kalorien, weil es halt ein volumenreiches Essen ist. Ich glaube, ich habe das schon 10.000 Mal gesagt in diesem Video, aber das lasse ich mir jetzt schmecken und dann bin ich auch satt. So, das hier esse ich jetzt noch als Snack, weil ich noch nicht ganz mein Abendbrot essen will. Es ist jetzt 17.41 Uhr und ja, ihr habt gesehen, ich habe mich nicht so viel bewegt. Heute ist mein Rest Day. Dieser Pudding, den kennt ihr bestimmt schon, das ist der High Protein Vanille Pudding. In Schokolade finde ich ihn aber noch besser, von Ehrmann. Den gibt es in jedem gut sortierten Supermarkt. Hier seht ihr die Nährwerte, die sind also mega gut. Und den werde ich jetzt essen. So, hier habe ich jetzt noch mein letztes Essen, jedenfalls bisher. Und zwar sind das Reiswaffeln mit Exquisa Frischkäse. Den habt ihr auch schon weiter vorher im Video gesehen. Das ist der mit Paprika Chili, Serrano-Schinken. Und dann habe ich hier noch Hähnchen, das, was ich gebraten hatte, weil das ja natürlich jetzt aufgebraucht werden muss, so langsam da drauf getan. Und hier ist dieser Noah weiße Bohnen Tomate Aufstrich drauf.
So, heute ist jetzt Mittwoch und ich habe gleich meine Abschlussprüfung. Also tut mir leid, wenn mein Frühstück so langweilig ausfällt, aber es sind wieder Reiswaffeln. Ich habe irgendwie nicht so Hunger, weil ich so aufgeregt bin, aber irgendwie schon, deswegen sind es viel. Ja, hier ist auch noch Kaffee, eine Tomate. Hier drunter ist Exquisa, wie gestern auch schon, und das werde ich mir schmecken lassen. So ihr Lieben, das ist jetzt mein Mittag. Es ist erst 12:30, wie ihr seht, aber ich bin gerade von der Prüfung wiedergekommen. Ich habe bestanden und jetzt habe ich mega Hunger. Deswegen gibt es das hier, also wieder ein Riesenteller, wie ihr seht. Hier ist mein Besteck, so viel ist das. Das müssten so circa 600 Kalorien sein oder ein bisschen weniger. Das sind 340 Gramm Kartoffeln, Rohgewicht, dann hier noch ein bisschen Wirsingkohl, Gemüse, also Paprika und Pilze. Die sind auch sehr volumenreich, genauso wie Wirsingkohl. Und dann haben wir hier noch Hähnchen. Und eigentlich ist mir gerade aufgefallen, theoretisch ist es genau die Aufteilung, die man immer sagt, die man haben soll. Also ein Viertel Kohlenhydrate, ein Viertel Protein und die Hälfte Gemüse. Und ja, das werde ich mir jetzt erstmal schmecken lassen. Und abends gab es dann wieder Reiswaffeln mit Hähnchen, Gurke und Tomate. So, am Donnerstag habe ich dann morgens erstmal einen Protein-Cookie gegessen. Der ist auch von Ironmax. Der hat für einen Protein-Cookie wirklich wenig Fett im Gegensatz zu anderen Cookies. Und mittags gab es dann Basmati-Reis mit Paprika und Fisch. Bei Reis müsst ihr halt in der Diät immer ein bisschen aufpassen, weil es eine sehr hohe Kaloriendichte hat. So, das ist jetzt mein Abendbrot. Und zwar seht ihr hier einmal, ja, Gemüse, da ist Zucchini drin, Pilze, Paprika, eine Tomate, also Tomaten und dann noch ziemlich viel Flüssigkeit, wie ihr seht. Ja, genau, Skirella ist da auch noch drin. Und dann habe ich hier noch Hähnchen. Das wird vielleicht noch ein Stückchen mehr, mal schauen. Hier ist mein Frühstück ein bisschen abwechslungsreicher ausgefallen. Zwar auch wieder mit Reiswaffeln, aber dieses Mal mit verschiedenem Hähnchenaufschnitt, Noah, Tomate, Avocado mit Salz und Pfeffer und Spiegeleiern. Ich habe zusammen mit meinem Freund gefrühstückt und da haben wir uns eben ein bisschen mehr Variation gegönnt. So ihr Lieben, das war's jetzt auch schon mit meinem Food Diary. Wie ihr seht, habe ich euch beim letzten Tag nur mein Frühstück aufgenommen. Das habe ich nochmal mit reingenommen, damit ihr noch ein bisschen mehr Reiswaffel-Variation seht. Nein, Spaß. Dort habe ich auch noch mein Spiegelei gegessen. Das passt übrigens auch super zu Reiswaffeln. Wirklich, damit kann man ja echt alles kombinieren. Und Avocado habt ihr da auch noch gesehen. Die gehören sonst noch mehr in mein tägliches Essen rein, dass ich das wirklich noch öfter esse, aber ich habe keine Avocados mehr abbekommen für meinen Einkauf. Deswegen haben die in meinem Food Diary so ein bisschen gefehlt, aber ich wollte es euch natürlich noch zeigen. Und ja, ich hoffe, euch hat das Food Diary gefallen. Wenn ja, dann gebt den doch einen Daumen hoch und freut euch auf das nächste Food Diary. Das wird dann auf jeden Fall ein bisschen variabler und ich versuche mein Essen dann auch mal schöner anzurichten als da. Ich glaube, jeder kennt's. Manchmal schmeißt man das einfach nur so auf seinen Teller raus und dann sieht es halt nicht so schön aus. Dann möchte ich auch unbedingt wieder eure Fortschritte sehen oder eure Rezeptideen oder wenn ihr irgendwas von mir nachbackt oder nachkocht. Ihr könnt mich gerne immer bei Instagram verlinken oder die Hashtag SuperSophiaDiät und EasyDiät nehmen. Die habe ich beide abonniert und da gucke ich immer wieder, was ihr so postet. Da können wir uns einfach austauschen. Ihr könnt gerne auch eure Fortschritte in die Kommentare schreiben oder irgendwelche Gerichte, die ihr mega gerne mögt. Gemüsesorten, die ihr liebt, die ich mal ausprobieren muss in meiner nächsten Woche oder womit ich was kochen soll, dann schreibt es unbedingt in die Kommentare rein. Und dann würde ich sagen, vergesst nicht meinen Kanal zu abonnieren und dann sehen wir uns. Tschüss! I'm